So, liebe Parteifreunde, wer jetzt noch redet, zahlt erstmal 10 Euro in die Parteikasse. Herzlich willkommen auf unserer Veranstaltung. Ich freue mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir konnten ja kurzfristig eine Wahlveranstaltung durchführen und unseren Bundesvorsitzenden gewinnen. Es freut mich, dass Sie heute zahlreich erschienen sind. Ich möchte ganz kurz, bevor ich anfange, eine kleine Vorstellung machen für diejenigen unter Ihnen, die uns nicht kennen. Einmal zu meiner linken Seite, fangen wir mit ihm an, das ist unser Bundesvorsitzender, Herr Dr. Schlierer. Hinbekommen und er wird Ihnen sicher den einen oder anderen Punkt noch nahebringen können. Am Ende der Rede haben Sie die Möglichkeit, auch ein paar Fragen zu stellen. Ich stehe da auch gerne noch Rede und Antwort, falls Bedarf vorhanden ist. Aber vorher möchte ich unserem Bundesvorsitzenden erstmal die Möglichkeit bieten, bevor er nach Stuttgart zurückfährt, einige Worte zu Ihnen zu sagen. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie heute hier im Café oder Hotel Achteck herzlich begrüßen. Mir ist hier, wo ich hereinkam, wieder eingefallen, als ich beim Militär war, da gab es auch das Café Viereck. Wissen Sie noch, was das ist? Das war das, wo man unbedingt nicht hin sollte. Café Viereck war immer die Arrestzelle. Also wir sind hier im Café Achteck und sind ganz frei heute, frei darin, mal darüber zu sprechen, was sich in der Politik in unserem Land tut, vor welchen Möglichkeiten wir im Blick auf den 22. September stehen und welche Wahlalternativen wir haben. 22 Tage ist Bundestagswahl und bisweilen habe ich so den Eindruck, dass sich in der Bevölkerung so eine Stimmung breit gemacht hat nach dem alten rheinländischen Motto, es hätte noch immer Jod gegangen, ist noch nichts passiert. Wir haben eine Bankenkrise hinter uns, eine Finanzkrise hinter uns. Wir sind noch mitten in der Eurokrise, aber niemand ist ernsthaft beunruhigt. Jeder hat sich darauf irgendwo eingestellt, damit eingerichtet. Nach einer jüngsten Umfrage erwarten die Bundesbürger, dass das mit der Eurokrise oder so noch ein paar Jahre dauert. Die Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen sprudeln wie noch nie. Und genau genommen scheint es ja so zu sein, als ob Deutschland der Gewinner dieser Euro-Krise sei. Und ich erinnere mich, dass 2009 die Parteien, die die jetzige Bundesregierung stellen, noch groß damit geworben haben, insbesondere Herr Westerwelle, mehr Netto vom Brutto. Weiß ich, ob Sie sich erinnern können. Die großen Plakate. Ja. Das war der Reiser. Da sind ja auch viele Leute drauf eingestiegen. Ich habe gesagt, jawohl, ich will von dem, was ich da erarbeitet habe, auch ein bisschen mehr behalten. Es ist genau umgekehrt gekommen. Wir haben keine Steuererleichterungen. Sieht man mal ab jetzt vom Gastronomiesektor. Aber ansonsten keine Steuererleichterung. Wir haben mehr Belastung. Wir haben diese enorme Belastung jetzt beispielsweise im Bereich der Strompreise. Und das ist ja eine Entwicklung, die sich leider Gottes nach diesem EEG, nach diesem neuen Gesetz, das wir hier im Bereich der Energiefinanzierung haben, immer schlimmer, sozusagen weiter sich entwickeln lässt. Da ist nicht abzusehen, dass es besser wird. Im Gegenteil, für 2014 wird die Belastung der normalen Bürger enorm steigen, weil die Grunddynamik, die da drin steckt, nämlich die garantierten Abnahmepreise für die neue erneuerbare Energie, dass diese Garantie ja irgendwo finanziert werden muss. Und da man die Unternehmen ständig noch zunehmend entlastet, muss das von den normalen Stromkunden mit übernommen werden. Und das wird umgewälzt. Schauen Sie mal bitte diese Wahlkampfphase der letzten 4, 6 Wochen an. Wie viele Themen da plötzlich hochgespült wurden und ein paar Tage später sind die weg. An diesem Wochenende interessiert uns, ob der Herr Obama nun in Syrien einfällt oder nicht. Ja. Kurz davor war noch Snowden und NSA und Abhörskandal, alle schon wieder vergessen. Dann kam mal zwischendurch die Ungeschicklichkeit des Herrn Schäuble mit seinen Äußerungen zu Griechenland, ist auch schon wieder vergessen.
Dass wir vor einer riesen Finanzkatastrophe innerhalb der Europäischen Union stehen, weiß jeder, es hört keinen. Es hält noch immer Jordan. Und genau so läuft das hier weiter. In dieser Situation, meine Damen und Herren, ist es ja nicht gerade leicht, jetzt den Menschen zu sagen, ja, aber wir haben jetzt sozusagen den Stein der Weisen in der Tasche. Haben wir nicht. Die Republikaner behaupten auch nicht, dass wir jetzt da alles besser wissen. Aber wir haben doch deutliche Unterschiede in unseren Positionen zu diesen etablierten Parteien. Diese etablierten Parteien sind weitgehend ein Verein. Deswegen kann man mit Fug und Recht auch sagen, es ist wirklich alles dasselbe. Nur die Farbe unterscheidet sich auch. Mit einer Auswahl von Themen möchte ich deutlich machen, welche anderen Positionen haben, warum die anders sind und warum wir auch guten Gewissens diese Positionen vertreten können. Wir können nicht von uns aus den Anspruch erheben, morgen die Welt reparieren zu können und alles in Ordnung zu bringen. Das ist vermessen und das wissen wir selber auch. Aber es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo ich sagen kann, wir haben schon in der Vergangenheit bestimmte Forderungen gestellt, auf gewisse Fehlentwicklungen hingewiesen. Wir haben bestimmte Alternativen angeboten und wir werden inzwischen durch die Entwicklung, durch die Zeit bestätigt. Es ist ja nicht so, dass wir da völlig falsch gelegen hätten. Gegenteil, wir waren eigentlich immer bei den Dingen etwas zu früh dran. Ich will Ihnen das jetzt mal bei ein paar Punkten deutlich machen. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich, auch wenn das jetzt im Moment im Wahlkampf nicht das Thema Nummer eins ist, aber ich halte es nach wie vor für eine ganz entscheidende Frage für die Stabilität und die Zukunft unseres Landes, die Sozialpolitik. Wir erleben jetzt so ganz am Rande in diesem Wahlkampf auch eine Diskussion über Renten, nicht? Also die Diskussion wie der Rente mit 67 oder nicht. Also ich bin selber im Rentenrecht tätig. Ich sage Ihnen ganz offen, jetzt über Altersarmut zu diskutieren und ob man dann nach 40 oder 45 Versicherungsjahren dann den Leuten schon frühzeitig den Einstieg in die Altersrente ohne Abzüge und so weiter gewähren, das geht alles am Thema vorbei. Das eigentliche Problem, das wir haben, ist erstens, schon heute gehen die wenigsten sozusagen mit Erreichen der Regelaltersgrenze in die Rente. Haben sie dauernd Zeiten dazwischen, die sie nicht belegt? Da haben Sie keine Pflichtbeiträge gezahlt, da haben Sie manchmal vielleicht Ersatzzeit, dann haben Sie Zeiten, wo die Bundesanstalt oder Bundesagentur für Arbeit sozusagen die Mindestbeiträge gezahlt hat. Sie haben dann ständig eigentlich eine, oder Sie haben häufig eine Entwicklung, eine Rentenentwicklung innerhalb der Erwerbsbiografie des einzelnen Versicherten, die gar nicht mehr die Voraussetzungen erbringen wird. Das Hauptproblem in der Zukunft wird sein, dass wir jede Menge von Arbeitnehmern haben, die nicht mehr diese Voraussetzungen, ich sage nur Stichwort Wartezeit, werden erbringen können.